Ich bin sehr froh, dass ich hier heute im schönen Oderbruch bin und dieses Projekt hier heute auszeichnen kann, weil es die Innenstadt sehr stark stärkt. Die Mieterinnen und Mieter werden sich hier weiterhin sehr wohlfühlen. Und wenn man einfach mal die Fotos vergleicht, wie es vorher ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht, dann sieht man, wie viel sich verändert hat. Aus einheitsgrau-braunen Kieselplatten wurden farbenfrohe Hingucker. Wohnbauten, die Fröhlichkeit und Lebenslust ausstrahlen. Die Wriezner haben es längst erkannt. Es geht um das Marktkarree in der Oderbruch-Hauptstadt. Es sind hier Wohnungen geschaffen worden für alle Altersgruppen. Und gerade vor dem Hintergrund, dass die Menschen immer älter werden, auch immer gerne lieber älter, auch länger in ihren Wohnungen bleiben wollen, ist es ganz wichtig, dass die Wohnungen so hergerichtet werden können, dass man das auch machen kann. Das heißt, es sind schwellenfrei, es sind Aufzüge angebaut worden und vieles mehr. Und jeder kann sich jetzt entscheiden, eben ob er solche Hilfestellungen, solchen weiteren Ausbau hier in Anspruch nimmt. Das Projekt Marktkarree wurde am vergangenen Freitag vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. mit dem Qualitätssiegel Gewohnt gut, fit für die Zukunft im Innenhof des Marktkarrees ausgezeichnet. Uns geht es bei der Aktion ja eigentlich darum, bei unseren Mitgliedern in Brandenburg, wir haben 220, zu zeigen, wie man, egal ob es eine wachsende oder schrumpfende Region ist, durch gute Ideen, durch innovative Umsetzung Mieter halten, Menschen in ihren Wohnungen halten kann und garantieren kann, dass sie so lange wie möglich in ihren Wohnungen wohnen können, in diesem demografischen Wandel geprägten Land, also in dieser verstärkten Alterung. Und genau das war der Anspruch, dem sich die HGBAR von Anfang an gestellt hat. Oberste Gebot war meistens, wir wollen in unserer Wohnung bleiben, solange es geht. Und das war auch der Ansatzpunkt von uns, als wir vor 7 Jahren mit Analyse und Konzept aus Hamburg eine Mieterbefragung gemacht haben, die unter anderem eben auch die Wünsche der Mieter beinhaltet. Sicherlich zu der Zeit war Sicherheit in der Wohnung und am Haus eines der prägenden Elemente. Aber es war auch schon zu erkennen, auch aufgrund der Altersdurchschnitt, den wir zu dem damaligen Zeitpunkt vor 7 Jahren hatten, waren wir alle jünger. Auch die Mieter. Und insofern hat sich natürlich auch dieses Spektrum der Wünsche geändert. Und uns war klar, dass wir eine Lösung finden müssen mit Aufzügen, mit entsprechenden Türen, entsprechenden Duschen. Das Marktkarree, eine Maßnahme, die in verschiedenen Bauabschnitten über Jahre geplant und realisiert wurde. Die vorhandenen Wohnungen wurden dabei grundlegend altersgerecht hergerichtet. Dazu gehörte zum Beispiel der Ein- bzw. Anbau von Fahrstühlen. Außerdem wurden die Wohngebäude energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Ja, kann uns schon ein bisschen stolz machen, was hier erreicht wurde, mit kommunalen Mitteln, mit Fördermitteln, aber auch im Sanierungsgebiet mit vielen Partnern, die privater Hausbesitzer sind. Wir haben ja hier insgesamt für Wriezen Städtebauförderungsmittel für die Innenstadtsanierung zur Verfügung gestellt. Immerhin 12 Millionen. Auch die Wohnungsbaugesellschaft profitiert natürlich von diesen Maßnahmen. Und weitere 22 Millionen für die Wohnraumförderung. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft hier, die HGBAU, hat davon wenig in Anspruch genommen, 2,3 Millionen, das sind auch andere Akteure. Aber der Erfolg hängt ja nicht davon ab, wie viel Fördermittel man in Anspruch nimmt. Wir finden es eben auch gut, dass neben unserer Anschubfinanzierung es dann eben auch leistungsfähige Wohnungsbauakteure gibt, die aus eigener Kraft hier eine nachhaltige Instandsetzung und Modernisierung der Gebäudesubstanz betreiben. Und das hat hier die städtische Wohnungsbaugesellschaft gemacht. Mit großem Erfolg, denn die Mieter wissen das Marktkarree zu schätzen, haben sie doch zum Teil eine bewegte Wohnungsgeschichte hinter sich. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich Ihnen auch, danke. Ja, danke. Wir haben erst in einem Raum zur Wohnung gewohnt, dann hatten wir eine Zweiraumwohnung. Dann haben wir in der Oderstraße gewohnt, das war eine 5. Und dann sind wir in der Bahnhofstraße gezogen, da haben wir mit meiner Tochter getauscht. Dann hat dann die unsere Wohnung genommen, die große, weil sie dann geheiratet hat und hat ein Kind gehabt. Und wir sind dann in die Zweiraumwohnung gezogen. Und da sind wir hier gezogen. Und das war im Oktober 1989.
Aber erst mit den umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen verbesserten sich die Bedingungen für die Mieter wesentlich. Dusche und Bad haben sie uns alles umgebaut. Jetzt haben sie uns erst die Dusche glatt gemacht, Erdboden glatt. Wir brauchen bloß noch Rindhielen vorzuziehen. Und dann, sonst haben wir immer die hohen Schwellen gehabt, da bin ich auch nicht mehr reingekommen. Aber jetzt ist alles einmalig. Also ich würde nicht mehr tauschen jetzt. Wir können zum Markt gucken, wir können hinten auf den Hof gucken. Und die Wohnlichkeiten sind sehr schön. Also ich finde es wirklich bequem und ziehe auch nicht mehr raus. Wir wohnen hier im Zentrum. 100 Schritte, dann sind wir schon beim Einkaufen. Und wenn man dann zurückkommt, dann sagt man, ach Gott, jetzt habe ich es gleich geschafft. Dann geht man in den Fahrstuhl rein und bums ist man oben. Die HG Bar wird mit Vorhaben wie die Marktkarree ihrer Verantwortung, die aus der demografischen Entwicklung erwächst, voll auf gerecht. Auch mit einer gewissen Umlandfunktion. Wir müssen natürlich im Rahmen des demografischen Wandels große Anstrengungen unternehmen, damit die Menschen auch vor Ort bleiben und dort auch gut versorgt sind. Und da ist das hier, was in Wriezen passiert, dass man in der Innenstadt gute, generationsgerechte Wohnungen baut, eben der richtige Weg. Teilweise führt das natürlich dazu, dass auch Menschen aus dem ländlichen Raum in die kleinen Städte umziehen. Aber es ist besser als ein weites Wegziehen und der Verlust sozusagen der Region. Insofern ist dieser Konzentrationsprozess wichtig, sinnvoll und zukunftsweisend. Städte sind die Ankerpunkte im Raum. Und dafür ist Wriezen der Ankerpunkt hier im Oderbruch. Und wenn die Menschen immer weniger werden und wenn sie auch immer älter werden, dann werden sie sich überlegen müssen, jeder für sich natürlich, ob sie dann nicht nach Wriezen zum Beispiel ziehen, weil hier eben die Versorgung noch sichergestellt werden kann, was in jedem einzelnen Dorf ja immer schwieriger werden wird in den nächsten Jahren. Wir reden immer von Mobilität in unseren Dörfern und anderen Dingen. Und wir sind ja eigentlich froh, dass wir Angebote unterbreiten können für diejenigen, die diese Mobilität vielleicht dann nicht mehr haben und hierher ziehen wollen und sagen, hier habe ich fußläufig meine Einkaufsmöglichkeiten, Arzt, alles um die Ecke. Hier kann ich mit gutem Gewissen alt werden. Also umziehen würde ich nicht mehr. Das wäre für mich, ich bin 84. Bin eigentlich rundherum zufrieden.